Hallo, herzlich willkommen bei Brutig geht reisen. Ich bin heute in Thun unterwegs und werde mit euch eine Schlosstour machen rund um den Thunersee herum. Ihr könnt auch eine Schiffsrundfahrt buchen um den Thunersee herum oder über den Thunersee und alle Sehenswürdigkeiten anschauen. Den Anfang machen wir in der Stadt Thun beim Schloss Thun. Wenn ihr durch das Tor läuft, dann kommt ihr in den Innenhof. Dort hat es ein Restaurant, wo ihr was essen könnt oder trinken. Weiter ist das Schloss Hünegg. Hier haben wir einen kleinen Aufenthaltsbereich, wo man schön sitzen kann vor Blumen und zwei schönen Säulen mit Ausblick auf das Schloss. Man hat auch einen guten Ausblick auf den Thunersee. Hier haben wir Frauen, die wir sehen können, die so gekleidet sind wie früher, wo die Schlösser noch bewohnt gewesen sind. Und auf der Rückseite dieses Platzes haben wir den angrenzenden Wald. Das sehen wir jetzt auch hier. Das dritte ist das Schloss Oberhofen. Das liegt direkt am See. Wie ihr sehen könnt, hat es hier einen kleinen Turm, der direkt in den See reicht.
bisschen weiter haben wir die Panoramabrücke in Sigriswil. Auf dieser Brücke kann man gut auf den Thunersee schauen. Die Brücke ist ca. 340 Meter lang und ist in einer Höhe von ca. 300 Meter aufgebaut. Der Weg Richtung Interlaken führt auch durch ein paar coole Höhlen, die man durchfahren kann, und immer wieder eine schöne Aussicht auf den Thunersee. Wenn wir weiter auf dem Weg fahren, kommen wir bei der St. Beatus-Höhle vorbei. Da haben wir schon mal ein Video gemacht, bei mir auf dem YouTube-Kanal. Könnt ihr anschauen gehen. Wir sind beim Schloss Interlaken angekommen. Da hat es auch noch eine Kirche, die wir anschauen werden zusammen. Hier sind wir bei der Burgruine Winkenberg, das ist am Prinzersee direkt neben dem Thunersee. We'll be right back.
hier kommen wir zum Burgkerker. Da können wir dann auch ganz nach oben gehen und dann haben wir einen schönen Ausblick aufs Dorf und auf den Brienzersee. Jetzt sind wir beim Schloss Spiez. Wenn wir durch das Tor laufen, kommen wir in einen schönen Innenhof, wo wir auch wieder auf den Thunersee runterschauen können. Bloß hier hat es auch wieder eine kleine, schöne Kirche. Vor dem Schloss gibt es einen kleinen, wunderschönen Garten mit vielen Blumen und Rasenteilen. Der Abschluss macht das Schloss Schadau. Auf der Rückseite des Schlosses hat es ein Restaurant und ein großer Rasenplatz, wo ihr auch auf den See schauen könnt und auch baden könnt.
Damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Rundgang. Wenn ja, würde ich mich freuen auf einen Daumen nach oben und abonniert mich doch bei YouTube. Macht die Glocke an, dass ihr nichts mehr verpasst. Und folgt mir doch auch auf Facebook, Instagram, TikTok. Bis bald bei Bruder geht reisen. Tschüss!